Wunderschönen guten Morgen. Beziehungsweise, man kann schon fast sagen, guten Mittag. Wir haben nämlich schon 11:15. Ich sitze gerade hier vor meiner Wäsche. Die erste für heute. Muss die jetzt noch schnell zusammenlegen. Ja, generell habe ich heute wieder einiges zu tun, weil heute Nachmittag wollen wir gerne bei einer Live-Übertragung dabei sein. Das ist jetzt kurzfristig noch dazugekommen und diese Woche sowieso. Also ganz ehrlich, Leute, ich glaube, ich habe zu laut geschrien Anfang der Woche, weil ich habe tatsächlich gesagt, dass ich eine sehr ruhige Woche vor mir habe. Kann man vergessen. Immer war irgendwas, jeden Tag ist irgendwas Neues dabei gewesen, was man noch erledigen musste, was man machen musste. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder am Ende der Woche angelangt, heute ist Samstag. Deswegen ist natürlich auch Elisa hier zu Hause und die zwei sind sowas von begeistert, zeige ich euch gleich. Du hörst und siehst fast nichts von denen. Die beiden haben jetzt heute auch eine neue Toni bekommen, dafür, dass sie halt ihr Spielzeug so toll teilen. Aber jetzt erstmal hier Wäsche. Ja, und dann habe ich da noch Müll, was ich runterbringen muss. Da ich ja jetzt gerade nicht schon unten war, ist ja nicht so schlimm. Da kann man nochmal 5-mal mehr laufen. Oh, okay, ich höre jetzt auf zu jammern und werde jetzt die Wäsche machen, damit das jetzt erledigt ist. So, Wäsche ist erledigt, alles auch schon weggeräumt und jetzt geht's im Babyzimmer weiter. Milan hat mir heute Morgen schon seine Flasche entgegengespuckt, weshalb ich ihn nämlich tatsächlich heute Morgen auch schon frisch angezogen habe. Die Großen sind ja sowieso angezogen. Und die Kleinen, also die Mädels und Mika, werde ich jetzt noch schnell frisch machen. Und ich zeige euch jetzt, mit was Luca und Elisa gerade ganz begeistert spielen. Das Parkhaus ist angekommen und hier habe ich noch eine zweite Überraschung gehabt für Luca. Und zwar diesen LKW, diesen Truck hier. Beides ist schon am Donnerstag angekommen. Der Truck hier ist ja super einfach, nur auspacken und dann war's das. Aber das Parkhaus musste komplett aufgebaut werden und da hat Luca so lange geknatscht. Ja, Elisa auch. Aber Luca am meisten, weil Elisa war gestern ja noch im Kindergarten. So, dass ich gestern dann nach dem Putzen und noch kurz bevor ich Elisa vom Kindergarten abholen musste, das Parkhaus aufgebaut habe. Also das ist dreistöckiges Parkhaus hier aus Holz. Ich habe mich bewusst für Holz entschieden, damit das hier im Kinderzimmer halt passt. Und ich wollte halt eben, dass das eben nicht so groß ist. Und das finde ich hier genau richtig. Also das passt. Hier ist dann halt dieser Aufzug. Der war echt knifflig und der war auch von allen Seiten verschraubt. Finde ich aber auch gut, weil es ist schließlich ein Spielzeug. Und ich muss dazu sagen, das ist wieder ein Beweis dafür, dass ich nicht so sehr auf Kundenrezensionen achten sollte. Weil in den Rezensionen wurde das immer wieder dargestellt, dass das halt qualitativ nicht gut wäre oder kaputt ginge ganz schnell und so. Also ich finde das echt schön. Gefällt mir richtig gut. Ja, und den Truck hier, den habe ich noch extra dazu gekauft für Luca. Das ist so ein Polizeitruck, ist das. Da sind ganz viele Polizeiautos drin, die natürlich jetzt alle hier schon verteilt sind. Hier dieser LKW ist halt auch dabei. Und dann kann man hier die Teile hier an der Seite aufmachen. Und dann kann man die Autos da reinstellen. Und hat dann den Truck sozusagen komplett zusammen mit den Autos drin. Finde ich auch richtig, richtig cool. Richtig süß. Dann hat er hier noch ein Geheimfach. Und hier unten hat er auch noch ein Fach. Da kann man dann halt ein Auto reinstellen. Und hier an der Seite, wenn man den Knopf hier drückt, dann schießt er das Auto raus. Findet Luca auch ganz toll.
Tatsächlich haben die beiden gestern noch keinen Mittagsschlaf gemacht, weil die nur noch damit gespielt haben. Aber die haben so lieb miteinander gespielt und haben das auch wirklich richtig, richtig schön geteilt. Luca ist halt total begeistert, ist ja klar. Der lag mir ja jetzt schon seit einiger Zeit mit einem Parkhaus in den Ohren. Das dazu, wenn ihr Interesse an die Sachen habt, verlinke ich die euch gerne unten in die Infobox. Ich werde jetzt die Kleinen fertig machen, anziehen. So, die Kleinen sind jetzt auch fertig für heute. Das habe ich jetzt schon mal geschafft. Elisa und Luca sind immer noch begeistert am Spielen. Also die beschäftigen sich damit jetzt echt richtig, richtig lang. Die Mäuse sind wieder alle hier im Bettchen. Maja und Juna haben jeweils einen Strampler an, und zwar den hier mit dem Hasen. Die finde ich total süß. Und hier sind die beiden Jungs, wie gesagt. Milan habe ich heute Morgen schon umgezogen, den kleinen Mann. Der sieht so aus. Er hat seinen neuen Winnie-Pooh-Pullover an. Und die neue Leggings hat er an, der kleine Mann. Ne, du süße Rübe. Und hier ist unser Mika. Mika hat ein steif Langarm-Shirt wieder an und eine dunkelblaue Leggings. Und dann halt Puschelsocken. Und hier unten wird begeistert gespielt. Da sind noch die ganzen restlichen Autos drin. Ich muss mal gucken, dass ich mir eine Lösung einfallen lasse, wo nur die Autos drin sind und halt eben diese Schilder hier, damit das wirklich fürs Parkhaus alles komplett parat ist. Schauen wir mal. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich den Müll noch runter... Was? Die Pelzigen sind da. Beide? Ja. Ja, sag mal. Ja, sag mal. Hallo, Schatz. Komm mal her. Ja, komm mal her, dicke Rübe. Ja, komm. Sag mal. Bist du hierhin nach oben gekommen? Ach, was ist das? Das sind die Autos. Mit dem hast du auch schon gespielt, ne? Der findet das nämlich auch ganz toll mit den Autos. Ja, die zwei sind jetzt auch wieder da, haben sich jetzt auch wieder eingeladen. Das heißt, noch mehr aufpassen hier. So, ich werde jetzt erstmal den Müll runterbringen und dann würde ich sagen, melde ich mich gleich wieder bei euch. So, meine Lieben, es ist jetzt gleich 6 Uhr abends. Ich habe heute nicht mehr weiter gefilmt, weil es wurde nachher so trubelig. Wir haben gegessen, dann war noch das, dann war noch dies. Dann hatten wir ja die Live-Übertragung mitverfolgt. Die ging auch 1,5 Stunden. Und ja, jetzt war irgendwie ein bisschen viel Action hier gewesen. Zudem habe ich heute irgendwie den ganzen Tag Kopfschmerzen und dementsprechend wollte ich mich jetzt ganz kurz nochmal bei euch melden und einen ordentlichen Abschluss hier für dieses Video drehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch natürlich einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut oder geschaut habt. Ich würde sagen, wir sehen uns definitiv ganz, ganz, ganz bald wieder. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!